Ni hao. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder und ein frohes Jahr des Drachen. Denn laut meinen Recherchen ist der 10. Februar, dieser Samstag, an dem ihr dieses Video das erste Mal sehen könnt, auch das chinesische Neujahresfesttagsgedöns findet heute statt. Und es ist das Jahr des Drachen, für die, die es noch nicht wussten. Und es gibt einen Sale aktuell in War Thunder Store für chinesische Fahrzeuge Premiums. Ein paar Dinge, die zurückkommen, ein paar Dinge, die günstiger sind. Wie zum Beispiel dieses A5C-Paket, was ich mir gekauft habe für halben Preis runter. Den Typ 69 2A kann man aktuell kaufen. T62 Nummer 4545 kann man aktuell kaufen. Und auch der T69 2 ist aktuell für Golden Eagles verfügbar und der soll sogar bleiben. Yay! Also sehr gute Fahrzeuge, die man sich da mal holen kann. Kann sie nur empfehlen. Also die beiden jetzt nicht, die sind jetzt eher so nicht großartig anders als das, was man sowieso schon hat. Der hier ist ein bisschen anders als der Typ 69. Das ist einfach nur ein T62 mit einer Nummer drauf. Aber der ist gut. Immer noch, auch auf 9.0 funktioniert er noch. Und wie gesagt, bei den Flugzeugen gibt es... Ich habe gerade nur die A5C im Kopf. Ich glaube, die ist nicht günstiger. Aber die A5C ist es. Und auf die habe ich ja schon im letzten Sale geschielt. Aber da war sie nicht günstiger. Weswegen ich sie mir da nicht holen konnte. Jetzt war sie günstiger. Ich habe sie mir direkt gekauft. Und ich habe mir auch direkt... normalerweise ist das der Tarnanstrich mit dem pakistanischen Zeichen. Aber wir sind im Jahr des Drachen und ich habe mir deswegen extra diesen chinesischen Tarnanstrich geholt. Passend dazu dieses Decal draufgeklebt, was man im chinesischen Flugzeugbaum finden kann, nämlich hier, wenn man es hat. Ich weiß gar nicht, ob das jeder bekommt. Und ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte jetzt hinter diesem Video. Gehen wir kurz durch. Das ist ein Groundstriker mit einer guten Bewaffnung für Groundstriken. Ein paar Bomben-Zielcomputer. Ein paar Raketen-Zielcomputer und zwei 4C0 gar nicht mal so schlechte Air-to-Air-Missiles. Und als das Ding damals rauskam, da war es gleichzeitig mit der Draken gekommen ins Spiel, mit der Premium-Draken. Und das waren halt richtig krasse Battles, weil das Ding hat nämlich auch Countermeasures und viel bessere Raketen. Also da musste, das war schon der Endgegner für die Draken, aber das war super spaßig damals. Und ja, jetzt gehe ich extra mal eine Runde, damit ich mich hier jetzt nicht totlabe, außer muss ich mal einen Schluck trinken. Und zwar kein Kaffee, sondern wirklich Wasser. Surprise, ich krieg noch was anderes außer Kaffee. Mal schauen wir mal, das ist jetzt hier sogar der Jungfernflug. Ich bin das Ding vorher noch nicht geflogen. Nicht mal in der Testfahrt, ne, im Testflug. Oh, ich bin aufgeregt. Endlich hab ich's. Es wird mir so viel Spaß machen. So, 20 an, wir haben Afterburner, ne? Komm, wir nehmen mal den vollen Tank mit. Ich weiß nicht, wie durstig die Kleine ist. Ich flieg RAV. Ich habe mich überlegt, ob ich versuchen soll, eine Ground-Abi-Runde damit aufzunehmen, aber dann habe ich mir gedacht, komm, es ist Freitagabend. Ich will das schnell über die Bühne bekommen. Ich habe Bock darauf, jetzt dieses Video zu machen. Also mache ich doch jetzt einfach. Oh, schön. Hier, Nummer 8100AA. Nice. So, sie waren schon Flugzeuge unter meinem Battle Rating. Ein paar andere A5Cer sind auch dabei. Sehr schön. Ach, das ist super, ne? Es ist doch schön, wenn man eines der Fahrzeuge, auf das man schon lange schielt, sich dann günstiger kaufen kann. Im nächsten Sale, wenn es nächstes Mal günstiger gewesen wäre, sollte es eben in meinem Hangar landen. Also... warum nicht jetzt direkt mitnehmen? Cool. Ach, ich finde sogar, es ist ein schönes Flugzeug. Es ist zwar im Endeffekt irgendwas, ich glaube, eine MiG-19 mit anderer Schnauze oder so. Aber, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber irgendjemand von euch weiß das sicher. Und kann es mir dann mitteilen. Wir machen aber schon ganz gut die Flügel. Ich will mich jetzt bei meinem Jungfernflug nicht direkt damit irgendwie pulitzern.
Oder mir die Flügel abreißen. Oder beides. Deswegen mache ich mir hier mal so ein bisschen was außen herum. Ich fliege eine Runde außen herum. Fliege mal so ein bisschen da, wo die Flügel ganz gut wackeln, so von Dings her. Das Ding hat halt, es hat kein Radar, so können wir sie nicht slaven. Wie ihr vorne seht, da fehlt das Radar. Und sie sind nur Frontaspekt, also wir können jetzt hier nicht, also sind nur Heckaspekt. Ja, Frontaspekt wäre geil. Aber sind nur Heckaspekt, weswegen ihr sie halt nur Flugzeuge damit, obwohl die Raketen sehr gut sind, nur von hinten halt aufschalten könnt. Ich glaube, etwas, was halt die Draken eben damals halt besser gemacht hat, sie war schneller und sie konnte besser turnen. Deswegen musste man halt am besten irgendwie nah rankommen an die A5, damit man gut gegen sie bestehen konnte. Aber die Countermeasures und halt auch die 35G-Raketen waren schon richtig, richtig guter Punkt für dieses Flugzeug. Ich sehe auch gerade, so mega durstig ist sie gar nicht. Auch nicht mit Afterburner kann ich in der nächsten Runde vielleicht sogar auf 20 Minuten runtergehen. Ach was, ich bleibe einfach auf der vollen Ladung. Ich glaube, in Ground Forces würde ich mit weniger fliegen, weil da fliege ich meistens eh nicht so lang. Okay, ich habe etwas vor mir, da oben, ja, ich sehe es. Oben links. Eine F4C, und oh, das ist natürlich nicht so geil. Mal gucken, dass er mich jetzt nicht... Ja, es wird zu nah. Das ist natürlich wegen dem... Natürlich, weil meine Crew jetzt nicht so mega gut ist. Sich aufpassen. Jetzt gucken wir mal, dass wir die F4 da. Die ist natürlich sehr viel schneller als sie. Wo ist die V8? Die ist da vorne, ja. Ne, so 25 so nicht. Ah, den MiG-29 könnte mir jetzt ins Süppchen spucken. Den anderen fliegen einfach so ein bisschen davon. So viele, es ist die F4 raus. Schade, war ich wieder falsch positioniert. Ja, was man natürlich nicht hat, man hat natürlich nicht übelst viele Flares oder so. Aber wir gucken jetzt mal, was wir hier da reinstoßen können. Vielleicht können wir uns jetzt hier besser positionieren. Oder die sogar überraschen. Na, die hat 5 dreht zu mehr, er flärt. Naja, das Ding ist halt wirklich kein Turnbus, wenn es halt... Huch, das Ding ist halt wirklich kein Turnfighter. Müssen wir jetzt mal hier so vielleicht mit den Kanonen arbeiten. Ja, sehr schön, gekrittet. Aber nicht genug, glaube ich. So, aber er ist jetzt zumindest langsamer. Oh, ich glaube, er fällt. Na gut. Ich habe ihn zuerst gekrittet, ich darf das. Er war jetzt sehr viel schneller nah dran, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da ist noch eine ganze Menge... Oh Gott, ich komme nicht mehr hoch. Na gut. Ich dachte, da war noch eine ganze Menge Platz zwischen uns. Aber irgendwie waren diese paar Kilometer gar nicht mal so viel gerade. Aber ich habe einen Kill. Das ist okay. Wir machen direkt die nächste Runde. Wir ballern jetzt hier ein paar Runden rein. Also, ihr habt auf jeden Fall gesehen, dass aber bei schnellen Geschwindigkeiten bewegt die sich nicht sehr gerne. Die compressed da sehr hart. Und man muss sie gut hinstellen, damit man auch das Maximale daraus rausholt. Etwas, was ich immer noch nicht gelernt habe, ist, mein Flugzeug richtig zum Gegner zu stellen. In den BR-Bereich. Aber das kommt mit der Zeit. Da bin ich sicher. Sobald ich mal anfange, Flugzeuge wirklich hier oben zu spaden und mich mit ihnen auseinanderzusetzen, dann lerne ich das auch mit der Zeit dann. Wahrscheinlich durch Schmerz, aber ich lerne es. Ah,
A10, F5, A10, F111, ja, A7D, nice. Okay, es muss ein volles Abtier sein, glaube ich. Aber kein Problem. So, wo fliege ich denn lang? Wasser läuft irgendwie nie so gut bei mir, weil ich dann immer irgendwie in eine Gegnerwolke reinfliege. Aber da die meisten hier jetzt auch wieder links fliegen, mache ich das jetzt auch einfach mal. Ich glaube, wenn ich irgendwie sehe, dass ich kein allzu hohes Battle Rating habe, kann ich auch hochgehen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Tipps und Tricks gerne in die Kommentare fürs nächste Mal, wenn ich das Ding auspacke. Naja, das Ding ist wirklich nicht das bewegungsfreudigste Flugzeug, sagen wir mal so. FEC davon schon 1,5 Kilometer entfernt. Die Dinger sind so mega schnell. Das ist ziemlich cool. Auch schon F4, HAA, kannst du auch immer HAA ist, aber F4, ja. Das könnte HRR sein. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich früher oder später erfahren. Ah, sie hat auch sogar Probleme, zumindest auf der Höhe hat sie Probleme, die Schallmauer zu durchbrechen. Dann kann ich wenigstens durchpacen. Und sie ist ja nicht mal voll beladen, das heißt, wenn sie jetzt in der CAS-Konfiguration beladen wäre, wäre sie ja sogar noch langsamer. Aber trotzdem, schönes Flugzeug. I like it. Und ich mag die Social Credits, die ich bekomme, indem ich das sage. Oh, geil. Oh, MiG-21, okay, rechts von mir. Und dieses HRR. Ist das Harrier? Könnte das Harrier sein? Könnte das Harrier sein? Ja, ne? Vielleicht. EJ, ja, die war ja vor kurzem im Sale, habe ich auch drüber nachgedacht, aber dann irgendwie nicht getan, obwohl ich bei Japan auch noch einen Grinder brauche, einen Grindjet. MiG 21 jagt unsere Artwork. Ja, das ist ein Harrier. Ich bin, glaube ich, zu weit weg für die Magics, oder? Ich probiere es einfach mal. Er es nicht merkt, dass, obwohl jetzt, wenn jetzt meine F111 leert und deswegen meine Rakete abgelenkt wurde, ist das der größte Beschiss, den ich mir vorstellen kann. Ja, wahrscheinlich ist das sogar passiert. Gut gemacht. Das ist eine XS. Jetzt gehe ich da natürlich genau in die Wolke rein. Das wollte ich nicht. Er weiß, dass ich da bin, da brauche ich gar nicht probieren. Ich will das auch kein Head-On mit dir machen. Und da ich jetzt auch nur noch eine Rakete habe, bleibe ich mal lieber schnell weg. Die Harrier so nicht. Ich kann noch einmal flaren. Ja, vielleicht ist sie lieber weg. Jetzt bin ich nackt. Und habe wahrscheinlich ein Problem, wenn ich nicht irgendwie hinter ein Ziel komme. Ach, warum fliegen die denn nicht so, dass ich hinter sie komme?
Ja, da hatte er noch eine. Schade. Ach, ich find's unfair. Wenn ich Profi-Flugpiloten in Videos zugucke, fliegen die Gegner immer so, dass sie mit den Raketen hinter die kommen. Passiert mir nie. Komm, nächste Runde. Machen direkt weiter. Ich finde halt, das ist mein großes Problem auf dem Battle Wedding, ist, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Jet fliegen muss, damit ich hinter die Gegner komme. Mir passiert das sehr oft, dass ich keine hohen Runden bekomme mit Abschüssen oder generell Punkten. Einfach, weil ich immer so in die Gegner reinfliege, wie ich es halt mit Guns machen würde. Ich bin es halt gewohnt, Jets mit Guns zu fliegen und das halt sehr gerne und auch relativ gut. Und ich fliege Gegner immer so an, dass ich halt meine Kanonen benutzen möchte. Und das ist hier, glaube ich, eins meiner großen Probleme. Weil ich auch jetzt hier wieder merke, ich fliege die Gegner so an, wie ich es mit einem Gunfighter machen würde. Also ja, ich weiß, dass wo meine Probleme sind, wo ich mich verbessern muss. Wo es halt ganz klar auf mich geht, nicht aufs Flugzeug oder so. Das Flugzeug ist wahrscheinlich top, wenn man es richtig einsetzt. Aber ich weiß halt auf jeden Fall, wo ich mich da verbessern sollte in Zukunft, irgendwann mal. Deswegen ist das ja sogar gar nicht mal so schlecht, weil dann könnt ihr auch sehen, okay, so wie er da fliegt, ist kacke, ich mache das besser anders. Und so ist euch dann schon geholfen. Ich glaube, würden wir keine, auch auf dem Battle Rating, keine Raketen haben, oder keine Missiles haben, besser gesagt. Und dann alle mit Kanonen kämpfen müssen, wäre das für mich einfacher, dieses Battle Rating zu fliegen. Denn ich merke, also ich habe es gerade in der Runde wieder gemerkt, deswegen gehe ich da jetzt auch so drauf ein. Ich bin so geflogen, wie ich es mit einem 8-3er Jet machen würde. 8-0er, 8-3er Jet. Und ich glaube, da komme ich hier nicht weit. Es sei denn natürlich, einer spielt mit und fliegt mir so ein bisschen vor die Kanonen. Ja. Daran muss ich definitiv arbeiten. Oder ich werde einfach so gut, dass ich noch mit den Kanonen halt voll abgehen kann. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Nur so funktioniert das Spiel ja nicht mehr. Trotzdem weitermachen. Es macht trotzdem Spaß, also verstehe ich mich jetzt nicht falsch. Ich habe trotzdem Spaß, gerade das Ding zu fliegen. Okay, ich krieg da was von links. Ich sehe es noch nicht. Könnte gleich früher Vierer, okay, ja. Da vorne sind sie. F104, F4, K4, alles da. Na, aber jetzt komme ich ihm da nicht hinterher, der ist da ein bisschen zu schnell. Da ist die F4. Hat er es geschafft, sich hinter mich zu setzen? Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Verdammt. Ich habe nicht genug nach hinten geschaut. Okay, nochmal. Eigentlich wollte ich das machen, was er gemacht hat. Irgendwie aus dem Nichts auftauchen und dann hinter jemandem sein.
Aber irgendwie. Ah, hier nochmal, Stadt im Südosten. Die Map mag ich. Was hat man? Silber gebracht, sehr gut. Sehr gut, weiter geht's. So, fliege ich wieder in die Berge oder fliege ich mal übers Wasser? Okay, so ein gelb-grünes Licht. Na, ja, gib ruhig alle erstmal Gas. Okay, ich habe mich gerade ganz kurzfristig entschieden. Ich nehme die Wasserroute. Die ist cool. Die sieht schön aus. Jetzt nur nicht zu tief liegen und mich dann ins Wasser hauen, das wäre sehr peinlich. Okay, diesmal sind die Kefiris auf unserer Seite, genauso wie die F-104. Ich bleibe hier mal schön tief. Ich glaube, als das Ding hier rauskam, hatte sogar einen Airspawn. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, müsste ich nochmal den alten Stream raussuchen. Ich hatte ja, als ich mir die Drachen gekauft hatte, mal einen Drachenstream gemacht. Und da war halt, wie gesagt, dieses Flugzeug mein Hauptgegner. Und ich glaube, das hatte damals wirklich einen Airspawn. Deswegen ist es halt sehr gerne zum Grinden benutzt, weil du einfach dann rein irgendwie auf Basen irgendwas gemacht. Und dann gib ihm. Müssen wir gleich mal schauen. Also ich habe jetzt ja noch keinen Ping. Also ist auch noch nichts, was mich jetzt hier irgendwie aufdecken will oder so. Das ist 105D. Ob ich mich da irgendwie ransneaken kann. Geht auf KI-Ziele. Komme ich nicht nah genug. Ich muss noch näher ran, um die Raketen zu nutzen. MiG ist auch mit. Oh, das ist ein F8. Okay, da war eine F8. Das ist noch eine F5, aber ob ich da hinter die komme. So, nein, Kontrollverlust ist meistens nicht so geil. Kanonenjet, ne? Obwohl, der fliegt weiter. Geiles, cooles Manöver. Kann direkt weiterfliegen, aber wird jetzt wahrscheinlich, kriege ich dann die Abschusshilfe. Ja.
Also quasi einmal die Rolle gemacht, nachdem ich ihn den Flügel weggeschossen habe, und dann konnte er weiterfliegen. Aber das war doch dann wieder Kanone, Kanone Beste. Das hätte schief gehen können. Gut. Der E10 Millionen Flares, da brauche ich glaube ich gar nicht so dran gehen, aber der hat sich auch dann, hat er auch direkt von mir abgelassen. Gucken wir mal nach Kakunkan. Nach Kakunshan. Wo auch immer der Typ herkommt. Oder die Typin. Okay, schön, das sind A10er, die sind nicht so schnell, wenn ich sie überraschen kann. Meine flirt ohne Ende, oder? Nein, tut er nicht. Mein Motor wird gerade ziemlich heiß. Und ich habe keine Flares mehr. Dann meistens nicht so geil. Immer ein bisschen langsamer. Und noch habe ich auch eine. Nein, Head-On mache ich jetzt mit dir nicht. Weil das war sehr gefährlich. Das war sogar noch gefährlicher. Ich habe ein Öleck. Ich muss irgendwo noch meine Rakete drauf bekommen. Um die A10 da nicht. Lang, ich bin aber auch langsamer als die T2 und hat er noch eine Rakete, dann kriegt er mich jetzt. Ne, die A10 hat. Fliegt nicht mehr so geil. Das tut weh. Oh, das wird richtig wehtun. Nein, ich bin auf dem Bauch gelandet, das geht. Gut, er hatte keine Raketen mehr, aber er kam dann schneller dran. Ach. So, aber ich würde sagen, das war's. Für heute zumindest. Das ist mein neues Spielzeug, die A5C. Pünktlich zum Jahr des Drachen habe ich meinen eigenen kleinen Drachen. Meinen kleinen Long. Ja, Niederlage. Ist okay, ist okay. Wenn ich mal Bock habe, kann ich ihn hier sogar ein bisschen weiter grinden. Irgendwann mal. Aber sagt mir gerne mal, habt ihr euch noch was für den China-Baum jetzt im Sale geholt? Es gibt jetzt, wie gesagt, vier Fahrzeuge sind es, glaube ich, die günstiger sind oder die jetzt zumindest. Also die Packs sind günstiger. Und nicht alle von denen, aber vier davon, glaube ich. Und wie gesagt, was im Game jetzt hier verfügbar ist, habe ich euch gezeigt. Gerne mal. Sagt mir ruhig, ob ihr was gekauft habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Jahr des Drachen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht es gut.